Ja, guten Morgen, liebe Teens. Wir schauen uns heute das Markus Kapitel 10 an und wir finden hier in diesem Markus Evangelium, dass Jesus auch zu lebensrelevanten Themen etwas zu sagen hat. Sei es das Thema Beziehung, also Ehe, wie sieht Gott das Thema Scheidung oder wie ist es eigentlich mit dem Thema Finanzen, Reichtum? Was ist dort Gottes Sichtweise zu? Bis hin zu dem Thema Politik, Leiterschaft, Führung. Das sind ganz elementare Themen gewesen, wozu Jesus Stellung genommen hat. Und natürlich kann ich mir vorstellen, wenn man das so als Teenie liest, dass das nicht so super interessant ist. Dann finden wir aber zwei ganz elementare Themen, die auch für dein Leben wichtig sind. Und zwar ist das erste, dass es einen Moment gibt, wo die Jünger Jesus vor den kleinen Kindern schützen wollte und sagte, nee, bleib mal hier, Jesus hat jetzt nur Zeit für die Erwachsenen, für die wirklichen wichtigen Leute. Und Jesus macht die Kinder und Jugendlichen zu seinen VIPs. Ja, und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft für dich und dein Leben, dass du Jesus und Gott sehr, sehr wichtig bist. Und weil dem so ist, ruft Jesus die Kinder zu sich. Er sagt zu den Jüngern, lass sie zu mir kommen. Und dasselbe ruft auch Gott dir zu und sagt, ich sehne mich nach dir, ich bin begeistert von dir, du darfst zu mir kommen. Komm zu mir, mein Kind. Und dann finden wir schlussendlich die Geschichte, die wir uns heute etwas genauer ansehen wollen. Und zwar die Heilung eines Blinden. Jedes Wunder ist großartig, das Jesus gewirkt hat. Aber diese Geschichte mit Bartimäus, die begeistert mich so sehr. Am Ende des Markus Kapitel 10 lesen wir nämlich davon, dass Jesus auf dem Weg nach Jericho war und dort angelangt. Bis dahin hat sich der Ruf von Jesus schon ausgebreitet. Denn als Bartimäus hört, warte mal, da kommt Jesus, der Jesus von Nazareth. Ist das nicht derjenige, wo ich schon vom Hörensagen gehört habe, der so viele Zeichen und Wunder wirkt? Und hier kommt der erste wichtige Punkt. Ja? Bartimäus wusste, was er wollte. Er wusste, was er von Gott erwartete. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Weißt du, was du von Gott willst? Weißt du, was du von Gott erwartest? Weil Bartimäus fing dann an zu rufen. Ja, er rief, Jesus von Nazareth, erbarme dich. Ja. Das Interessante ist, wenn du weißt, was du willst, werden Menschen trotzdem zum Ausdruck bringen, was sie für dein Leben wollen. Und das erlebt dann auch der Bartimäus. Die Menschen um ihn herum sagen, sei still, schrei nicht so, sei nicht so davon überzeugt, was du willst. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Bartimäus rief umso lauter, umso bestimmter. Er ließ sich von seinem Ziel, von seiner Erwartung, die er an Gott hatte, nicht abbringen. Ja, und er rief noch lauter, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und das ist wirklich dieser wichtige zweite Punkt. Wenn du weißt, was du willst, dann verfolge dein Ziel. Wenn du weißt, was du von Gott erwartest, dann trachte danach, jage Gott nach. Und darauf liegt so ein Segen, Gott nachzujagen. Weißt du, vielleicht bist du an so einem Punkt, wo du dir manchmal auch nicht so sicher bist, gibt es wirklich einen Gott? Und wenn du an diesem Punkt stehst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du einfach eine Erwartung zum Ausdruck bringst. Das erwarte ich von dir, Gott. Ich will dich erleben, ich will dich kennenlernen. Und eine kurze Story so aus meinem Leben. Damals, als ich in eurem Alter war, ja auch so mit 14, 15, da war ich im Gottesdienst unserer Gemeinde. Also das war jetzt in dem Fall nicht die Leuchtfeuergemeinde. Ich bin in Süddeutschland groß geworden. Und dort in der Gemeinde gab es einen Gastredner, der
Sascha Alexander heißt er. Und der kam jetzt zu uns in die Gemeinde und er hatte einen Ruf, dass wenn er für Menschen betete, dass sie unter der Kraft des Heiligen Geistes Gott ganz stark erleben. Und ich wusste, was ich wollte und habe meine Erwartungen so zum Ausdruck gebracht. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Und dann endet die Geschichte folgendermaßen, dass Jesus das Rufen von Bartimäus hört. Und das ist der dritte Punkt. Gott hört dein Rufen und Gott antwortet auf dein Rufen. Und dann fragt Jesus Bartimäus, was willst du? Und wisst ihr, was mich an Bartimäus so begeistert? Bevor er zu Jesus hingeht, wirft er seinen Mantel weg. Warum wirft er seinen Mantel weg? Der Mantel steht für Identität, für seine alte Identität, für ich bin ein Bettler, ich bin ein Blinder. Und er wirft diesen Mantel weg, weil er sagt, das werde ich nicht länger sein. Ich werde jetzt meine Heilung erfahren. Und was macht Bartimäus dann? Das, was wir alle tun sollten, nachdem wir Gott erlebt haben, er folgt Jesus nach. Und das wäre dann auch gleich unsere Challenge für diese Woche. Erstens, mach dir Gedanken darüber, wie du Gott erleben willst, was du von ihm erwartest. Und zweitens, jage Gott nach. Und dann drittens, teile das, was du mit Gott erlebt hast, mit jemand anderem. Und zur nächsten Woche lesen wir Markus Kapitel 11. Viel Spaß damit. Ciao.